Die Einrichtung war in früheren Zeiten ein Kinderheim. Heute sind überwiegend erwachsene Menschen wegen einer psychischen, körperlichen oder Mehrfachbehinderung auf Hilfe und Betreuung angewiesen und leben in diesem Heim. Mein Name ist Ludwig Berndt, ich bin Vorsitzender des Fördervereins Hilfen für Osteuropa in der Diakonie Neuendettelsau. Seit über 20 Jahren darf ich mit der Kirchengemeinde Mögeldorf nach Rumänien fahren, um eine Einrichtung hier in Bad Lischa am Fuße der Karpaten in Transsilvanien unterstützen zu können. Mit unseren Spenden und unserer aktiven Begleitung können wir Auf- und Ausbauhilfe für das Heim bereitstellen. Und wir unterstützen auch das kirchliche Leben im Heim. Das Ehepaar Erhard und Brigitta Steger haben die Arbeit durch ihr unermüdliches, ideelles, aber auch finanzielles Engagement begründet und haben die Osthilfe der Diakonie Neuendettelsau, heute Diakoneo, mit eingebunden. Ihr Anliegen leitet uns auch heute noch. Die Gemeinde unterstützt und begleitet Investitionsprojekte, die den Menschen von größter Hilfe sind. Kurt Körner, Christine Schenk, das Ehepaar Georg und Maria Kreuzer, die Pfarrer und Interessierten der Gemeinde sorgen durch jährliche Besuche dafür, dass die Spenden dem Behindertenheim direkt und ungeschmälert zugutekommen. Im Dezember 2020 schreibt der Leiter des Heimes in Bad Lischa, Pedro Vajuyo, in einem bewegenden Dankbrief: Hiermit möchten wir uns seitens aller aus dem Pflegeheim in Bad Lischa für die besondere Unterstützung ihrer Kirchengemeinde bedanken und damit sagen, dass das für uns sehr viel bedeutet. Es macht die Differenz zum Besseren in diesen schweren Zeiten für uns alle aus. Von daher bin ich dankbar, dass wir in Kooperation mit der Kirchengemeinde in Mögeldorf diese Hilfen schon so lange leisten können. In diesen wirklich unvergleichlich schweren Zeiten mit vielen Herausforderungen hoffen und beten wir für Sie, Ihre Familien und die Kirchengemeinde Mögeldorf, die Kraft zu haben, mit Erfolg die Schwierigkeiten zu überwinden, ein gutes Herz, um anderen Mut zu machen, um immer das Licht auf Ihrem Weg zu finden. Gott segne Sie, Pedro Vajuyo, hochachtungsvoll.